Und Mitte der Woche, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch am heutigen Mittwoch eine aktuelle Trading-Chance, mit der wir uns auseinandersetzen wollen, nachdem wir wie immer die rechtlichen Hinweise uns angeschaut haben. Und zwar geht es in den Bereich der Währungen. Was wir hier sehen, ist keine klassische Auswertung der Wochentage, sondern es ist die Auswertung von Ausbrüchen aus dem vorherigen Wochentag. Und da sehen wir, wenn wir zum Beispiel montags, also dieser Balken zeigt, was kommt raus, wenn an einem Montag über das Freitagshoch ausgebrochen wurde. Dieser Balken, bei dem Tuesday steht, zeigt uns an, was kommt raus, wenn wir am Dienstag einen Ausbruch über das Montagshoch handeln und Dienstag zum Handelsende aussteigen. Also immer das, was hier angezeigt wird, bezeichnet den Ausbruch an diesem Tag über das Hoch des Vortages. Da können wir ganz klar sehen, dass der Mittelteil der Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, der beste Part ist für die Long-Seite im Pfund. Dementsprechend ist das Pfund in dieser Zeit, wenn es diesen Ausbruch gegeben hat, Dienstag über Montagshoch, das haben wir zum Beispiel jetzt hier auch gesehen gestern. Dann ist das Pfund grundsätzlich interessant. Ist natürlich jetzt auch schon an dem Dienstag ein bisschen gelaufen. Insofern ist es durchaus sinnvoll, hier vielleicht gesplittet reinzugehen, eine Tranche direkt und vielleicht noch etwas Pulver trocken halten, falls wir nochmal auf das Niveau des Montagshochs kommen. Das war so bei 1,38 oder das wäre so die 1,3840 ungefähr, 1,3837 genau genommen. Da wäre das. Also Hälfte jetzt rein, Market zu Handelsbeginn und die andere Hälfte kann man da optional noch quasi trocken halten oder in Reserve halten. Was handle ich hier? Das GBP US-Dollar Long wird mit einem Turbo Bull Open End umgesetzt von der Hypo Vereinsbank. Hebel liegt so ungefähr bei 10. WKN lautet HR0 A9M. HR0 A9M. Einstieg Market jetzt. Zu Handelsbeginn, Stop-Loss liegt bei 2,50 € und zeitbasierter Ausstieg am Donnerstagabend. Das ist der Trade für die heutige Sitzung und dann noch ein Hinweis, am 1.8. startet unsere Trading Class 141 konkrete Breakout- und Trend-Trades geschult mit Unterlagen und Video und live gemeinsam umgesetzt über 12 Monate. Sehr, sehr zeitschonend für diejenigen, die nebenberuflich traden wollen. Das ist die Equity über die letzten 50 Jahre von diesem Ansatz, wenn man dieses gesamte Portfolio gehandelt hat, umsetzbar mit Hebelzertifikaten, CFDs und auch mit Futures. Wer da sich näher informieren möchte, einfach auf unsere Website www.realmoneytrader.com gehen und dort oben auf den Reiter, oben rechts auf den Reiter Trading Class gehen und dann findet ihr dort nähere Infos. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen spannenden und erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut, ciao.